Liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird mal wieder ein Exot, nämlich ein Hotar Single Malt Whisky Cask Strength. What the hell is Hotar? Also Hotar ist erstmal der Gaukönig gewesen. Ich lese da gleich was dazu vor. Hotar Single Malt Cask Strength 58 Volumenprozent 0,5 Liter Flasche, kostet ungefähr so um die 55 Euro, ist 3 Jahre alt und etwas ganz Besonderes. Wie kommt es dazu? Ja, meine Whisky-Gruppe Heilbronn hat, während ich in Bali war, ihr zweites Treffen gehabt. Ist auch nicht meine Gruppe, ich bin nur Teil der Gruppe, aber die Jungs haben ein zweites Treffen gehabt, haben dort tolle Whiskys wieder verkostet, war wieder ein toller Event, an dem ich leider nicht teilhaben durfte. Aber da haben sie wieder einen ausgegraben, über den anscheinend trefflich diskutiert wurde. Ich mache das jetzt. Wirklich neu, ich habe den nicht probiert, auch wenn er offen war, weil mich die Jungs gebeten haben, ich möchte doch mal meine Meinung dazu abgeben. Und das will ich gerne mit euch gemeinsam tun, man muss ja auch mal was anderes probieren. Es handelt sich, wie gesagt, um einen Hotar. Was ist denn Hotar? Hotar ist ein deutscher Whisky und zwar wird in der Heckengäu-Brennerei in Gechingen, das ist hier in der Nähe von Stuttgart, also ich sage mal so 50, 80 Kilometer von Stuttgart südlich, südwestlich, glaube ich, weg. Die Brennerei steht auch auf dem Whisky drauf, brennt Markenqualität in Baden-Württemberg und auch 100% klimaneutral. Wir erreichen die das durch regionalen Humusaufbau. Also haben wir das auch schon mal geklärt. Die Reifung dieses Whiskys ist schon mal sehr, sehr außergewöhnlich. Also dieser Whisky ist zuallererst mal in einem bulgarischen Einzelfass, Einzelbarrikfass aus bulgarischer Eiche gereift. Diese war medium getoastet. Danach ist er umgefüllt worden in ein französisches Eichenfass. Und dieses Eichenfass hat Amarone enthalten. Also italienischen Rotwein im französischen Eichenfass. Ganz wirre Geschichte, aber geile Eckdaten. Erstmal. Ja? Er ist nicht gefärbt, er ist nicht filtriert. Kostet 55 Euro und ist eine 0,5 Liter Flasche. Glaube ich. Ja, 5 cl. So sieht er aus. Ich halte ihn mal in die Kamera. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte, nämlich es gibt die Geschichte der Alemannen, die lese ich jetzt nicht vor. Und es gibt die Geschichte zu dem Gaukönig Hotar. Der zog 357 nach Christus mit 6 weiteren Königen in die Schlacht bei Straßburg gegen die Römer, um die Ansprüche auf die linksrheinischen Ländereien einzufordern. Sie unterlagen und als Folge der Friedensverhandlungen wurde der König Hotar wie viele weitere in das römische Heer eingegliedert. Er errang viele Siege und militärische Würden für die ehemaligen Feinde. 364 nach Christus, also gar nicht so lang, ist auch das Bündnis und er, also fanden er und das Bündnis ein blutiges Ende. Wie auch unser König reifte dieser Whisky in 2 Reichen, aber bleibt stets Teil eines Volkes. Schöne Geschichte, 3 Jahre ist er alt, interessant. Schöne Pulle, wieder mit diesem Glaskorken, den ich eigentlich nicht mag, weil er immer sich schwer öffnen lässt. So, dann schauen wir uns mal die Farbe an. Die Farbe, die sieht schon mal interessant aus. Das ist ein wunderschöner dunkler Goldton mit einem Hauch von Bernstein und Akazienhonig drin. Also schon ein sehr schönes Färbchen. Halten wir mal ein Schnäuzerchen rein, meine Lieben, was ihr mir da wieder aufs Fässchen gestellt habt. Aha. Okay, also Rauch hat er nicht. Leicht parfümiert aufgesetzte Note.
floral, kräutrig, sehr kräutrig. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Sendis-Geschichte, dass mir wieder hier die letzten Haare, die ich habe, rausfallen. Dunkelmalz. So Lindenblütenhonig. Sehr floral parfümierte Noten. Und eine frisch kräutrige Packung unten drunter. Frischer Waldboden. Früchte. Ganz schwierig festzustellen. Also ich kann keine Früchte rausriechen. Ist für mich eher ein getreidiger Ton, ein parfümierter Ton, ein floraler Ton, eine kräutrige Mischung, die sehr viel mit Honig zu tun hat. Und auch nicht dieser typische, nennen wir es mal Markenhonig, wie man kennt, sondern schon diese klassischen Waldhonignoten, diese Lindenblütenhonignoten. Bisschen was Würzigeres, Akazie vielleicht. Ein sehr eigener Duft. Den Alkohol, die 58, null. Also entweder super eingebunden oder treten jetzt erst im Mund an. Schlieren zieht er sehr schöne. Ich würde sagen, bin jetzt richtig gespannt. Schauen wir mal, was diese deutsche Brennerei hier zu leisten vermag. Slange. Jetzt, oh. Jetzt schiebt der Kollege aber mal ein paar Reibeisenschienen rein, du. Bah, treibt der Alkohol. Aber auf keinen Fall so ein Katastrophengetränk wie der Sendis, die Dreifaltigkeit. Er ist süß wie Hulle, hat ein Vollkornbrot mit drin, aber ein richtiges Vollkornbrot. Der erinnert mich an diesen Kyrre-Whisky. Aus Finnland, glaube ich, war der. Roggenbrot mit frischer Butter und Fetthonig drauf. Und ein Regular Schweizer Kräuterbonbon zermalmt und drüber gestreut. 1:1, so schmeckt er. Sehr eigen. Hättet ihr mir den jetzt blind gegeben, hätte ich gesagt, das ist ein Rye Whisky. Sehr vollkornbrotig, frisches Vollkornbrot. Dickbutter, Fetthonig drauf, würzigen Honig drauf und Kräuter-Mischung drüber. Aber nicht die klassischen Kräuter, die du aus der Küche holst für Kochen, sondern diese medizinischen Kräuter. Ne? Bleibt genau so die Nase stehen. Also in der Nase kein Alkohol. Also ich muss wirklich sagen, die 58 haben sie in der Nase sehr gut versteckt. Das ist ein ganz eigener Whisky, ganz eigenes Produkt. Sehr, sehr überraschend. Probier nochmal. Bleibt genauso, wie ich es gesagt habe. Das Einzige, was ich jetzt beim zweiten Schluck deutlicher schmeckt, ist der Holzeinfluss. Also diese Barrix, diese nagelneuen Barrix, die sie da genommen haben, dieses Virgin Oak, kommt schon jetzt mit einer wunderbaren Bitternis im Nachgang, bleibt es stehen. Das Holz merkst du jetzt auch ganz deutlich. Aber es bleibt auch der süße Unterton, es bleibt das Roggenbrot. Also wer auf solche Whiskys steht, hat hier echt mal eine Überraschung auf dem Tisch stehen, die ich wirklich gar nicht so schlecht finde. Das ist sicher nicht der Whisky, der bei mir unter die Top 5 des Jahres kommt, und zwar weder in Flop noch in Top. Aber es ist ein Whisky, der überrascht. Und es ist ein Whisky, den ich so nicht nach Deutschland gesteckt hätte. Den hätte ich jetzt eher nach Skandinavien gesteckt. Dänemark, Finnland, Schweden. Da hätte ich mir den super vorstellen können. Also da haben die Jungs wirklich was Gutes gemacht. Und in dem Fall mal
55 Euro für 0,5 ist nicht ganz so abgehoben, wie es sonst bei den deutschen Brennereien der Fall ist. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und das merkst du halt schon, das Holz und die metallische Jugend, das ist halt ein junger Whisky. Aber mit dem hohen Alkoholgehalt deckt er das natürlich hervorragend ab. Also das ist jetzt ein Whisky, meine Lieben, den würde ich jetzt folgendermaßen bewerten. Ist das eine Kaufempfehlung? Den würde ich experimentierfreudigen Whisky-Liebhabern empfehlen, das mal zu probieren, weil er ganz, ganz eigen ist. Und in dem Fall auch nicht schlecht. Ob das ein Whisky für Daily ist? Nein. Nein und nochmal nein. Das ist schon ein spezieller Bruder. Der ist nicht mal so zwischendurch getrunken. Mit dem kann man sich schon beschäftigen. Er ist nicht ultrakomplex. Er ist aber in sich eigen. Und die Geschmacksnoten, die er in der Nase hat, setzt er am Gaumen fort. Und ich mag sowas, wenn der Whisky seine Balance und seinen Weg einhält. Und das tut er hier. Und man kriegt wirklich für das Geld einen Exoten aus Deutschland, den man ruhig mal probiert haben sollte. Vielleicht müsste man den auch mal ein bisschen mit Wasser experimentieren. Ansonsten hat er einen Abgang, den ich mit mittellang beschreiben würde, der aber sehr angenehm bleibt, weil ist ja kein Rauch. Du hast das Holz auf dem Gaumen und hinten drin dieses Roggenbrot mit Honig. Und es bleibt auch eine gewisse Zeit stehen und sehr angenehm. Ja, meine Lieben, das soll es auch wieder gewesen sein. Vielen Dank an meine Whisky-Gruppe, die mir diesen Whisky zum Verkosten mal zur Verfügung gestellt hat. Denn das erweitert wieder mal ganz arg den Horizont. Also Jungs, wir sehen uns beim nächsten Mal. Für mich bleibt nur zu fragen, wer von euch kennt die Distillerie? Ich habe vorher noch nie was davon gehört. Habt ihr schon mal was probiert von denen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Hat euch das Video Spaß gemacht? Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Von daher bleibt mir wie immer nur zu sagen, raise your horns, stay hard und slangema. Und ich verbleibe mit warmen Worten. Bis zur nächsten Woche, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!